Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Deponia, The Complete Journey, Chaos auf Deponia. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, hier anzufangen, die Leute von unserer super tollen Dia-Show zu beeindrucken. Hey, und wir wollen... Ja, ach, Schwamm drüber. Ich wette, Jana, und er gibt mir immerhin... Ich dachte, wir scheinen bereits die Speerspitze. Die Speerspitze. Rufus, reiß dich zusammen. Sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein schimmiger Hand. Ich finde... Regelrecht. Schnauze. Genau. Was symbolisiert... Es zeigt... Wow, was mit Rhetorik... Aber... Und wie... Hier... Was ist... Das ist ein... Aha. Der Organ... Ja, oh. Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Hier sind die Koordinaten. Das hier sind... Ich erinnere... Argus will hier ein... Genau, das kennen wir ja schon alles. Genau, die Explosion bringen und dadurch ein Lebensraum... Zur Explosion. Aber was machen... Wir haben noch einen Trumpf auf Lager, die Inhalt von Goats Datasette. Wir haben noch ein das geheime Wissen in Goats Gehirn. Das geheime Wissen in Goats Gehirn. Ich glaube, das ist so einfach erklärt, dass sie das versch... Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ah. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Sprengdurm. Oh, mein Bauch! Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot! Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Troll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Das ist das falsch, okay, auch nicht richtig. Gibst du eigentlich nie auf? Ein letztes Mal, okay? Ich bin auch ganz ernst. Reiß dich zusammen. Okay, das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Wir labern jetzt einfach irgendein Bullshit. Legende. Wir übertreiben alles, damit die jetzt... Was symbolisiert es denn? Es, wow, das kennen wir ja schon alles. Rhetorisch, aber... Und wie ich die... Okay. Hier. Was ist das? Das ist... Ja, ist eine Basis, oder? Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Die Welt zerstören, Erdball ausradieren, den Planeten... Ich glaube, das... Erdball ausradieren. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe. Okay. Keine Ahnung, das... Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber ich finde das geheime mit den anderen Wissen ist immer noch am besten.
Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Oh nein. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Warum kann er das jetzt auf einmal Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Gol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Gol nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Gol zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Gol und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Ein Hoch auf Rufus, unsere neuen Anführer. Ui. Yay. Oh mein Gott. Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese mürrische, boshafte Seite. Stimmt. Allein der Gedanke an diesen Idioten macht mich wütend. Und du hast diese unschuldige Trotteligkeit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. Ja, wir haben es geschafft. So, es heißt, ich muss gerade einfach nur mal genauer drüber nachdenken. Wir haben Baby Goal überzeugt und die uns jetzt noch fehlt, ist Lady Goal. Das heißt, wir schalten schon mal auf Lady Goal. Können wir nämlich dann gleich gut gebrauchen. Hä? Okay, und da kommen wir eigentlich ja nur rein, wenn wir zum Marktplatz in das Marktrevue. Wenn wir hier in der Altstadt, da, also wir müssen ja, warte, Downsize, das weniger, warte, wenn wir dann Menü das nehmen und den, oh
umtauschen. Das kostet jetzt 3. Oder warte, wir nehmen das. Okay, wir nehmen das. Das heißt, wir können den downsizen und kriegen, kostet schon mal weniger. Und dann nehmen wir das. Darunter kostet 2. Dann können wir das. Okay. 1,5. Warte, können wir das nicht auch noch? Ach ja, genau. Warte, machen wir so. Und dann können wir den zu einem Getränk machen. Und dann machen wir das. Noch weniger. Jetzt haben wir aber 2 Glückskekse für einen. Das heißt, wenn wir das so machen, wir den Wein zu dem. Den zu einem Getränk. Das so. Das gar nicht. Und das auch gar nicht. Ja, aber dann haben wir immer noch 5 Cent für einen doofen Keks. Aber das ist eigentlich schon schlau. Dann können wir das nämlich in Getränk machen. Aber wir müssen immer noch 5 Cent für diesen doofen Keks bezahlen. Aber wir können. Also Menü 2. Ah, ich kann jeden Einzelnen nach so machen. Dann mache ich jeden Einzelnen in ein Getränk und kann die alle zunichte machen. Hä, das kostet immer noch 1? Hä? Will er mich verarschen? Nochmal. Das. So. Ah, okay. Und dann die ganzen einzelnen. Ich probiere jetzt einfach irgendwas aus. So, Getränk. 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 Weg. 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 Immer noch 1,5. Ist echt teuer für so einen doofen Keks, oder? Wenn ich die jetzt auf klein mache, dann kann ich, warte, die zusammen kann ich ja wieder zu Burger machen und dann nehme ich die wieder, kann ich den wieder zu einem Getränk machen. Immer noch 0,5. Okay, nochmal, wir nehmen das. Wir nehmen dann die beiden und den großen Burger, ne? Dann machen wir das doch einfach in ein großes Getränk. Was ist, wenn wir die dann jetzt in die kleinste Größe beide verwandeln? So, dann haben wir nämlich die beiden zusammen und dann können wir die ja wieder aus den beiden wieder das machen und dann werden wir aus dem machen wir wieder einen großen und dann können wir aus dem wieder das machen und wenn wir das da machen und wenn wir das so warte, das wegmachen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut.
Das macht dann neue Slotty. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Ja, wir haben diesen doofen Glückskeks. Ich habe mir schon gedacht, also man dieses kann... Dieses Rätsel hat... Also man kann hier die ganze Zeit hin und her bestellen. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Bitte? Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ey, jetzt ehrlich, nee, ne? Ich hätte gern... Einmal wie immer. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ich bin weitere Kekse. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe. Einmal wie. Ich will diesen doofen. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe. Einmal. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe. Einmal. Also irgendwann müssen mir ja die Sprüche ausgehen. Irgendwann. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Sollen wir das... Wir machen das einfach, oder? Oh nein, jetzt habe ich keinen Glückskeks mehr. Bitte noch einmal. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Okay, jetzt haben wir den. Hab ich hier irgendwie... Oh, ich komme hier nicht. Doc. Ach, geht doch. Dann nehmen wir den und geben den Angler. Wenn er stand, gib den Glückskeks den Angler, du Trottel, dann machen wir das einfach mal. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Entschuldigung. Ich wollte nur Mitglied werden. Das heißt, wir haben jetzt den Ausweis und können den... Erstmal möchte ich mir den angucken. Der Tag hatte so schön angefangen. Halsbrecherische Hochseilakrobatik, schiefgelaufene Gehirnoperationen und plötzlich bin ich Probemitglied im Schnabeltierclub. Das ist schon scheiße, sagen wir mal, ne? Das ist einfach nur scheiße. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Toll. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Okay. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung
das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Ja, so bescheuert. Ja, ich glaube, das... Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem... Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Hat der... Seagull hat doch, oder? Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima. Dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Seht mal hier. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich. Aber auch irgendwie lässig. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Müssen wir echt. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Ach, wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Und das hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Wir haben uns eigentlich jetzt alles angeguckt, ne? Okay. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Wir haben ziemlich viel Krimskrams und hier oben ist ein Ei. Ich werde mir dieses Ei schon holen in dieser Folge. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Hier ist hier ein Schnabeltiernest. Das müssen wir dann da reinsetzen, nachdem das ausgebrütet wurde. Aber dieses Dingens, das ist ja durch Lüfte, wenn es durch die Lüfte fliegt oder sowas. Aber wir sehen uns auf jeden Fall erst in einer neuen Folge wieder, nämlich nächste Woche am Freitag. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir kommen echt gut voran. Also die Rätsel sind, also gut, dass ich mit dem Menü ein bisschen ausprobiert habe, wo ich mir gedacht habe, so komm, das musst du jetzt probieren, dass du das Menü irgendwie was hinkriegst. Einfach rumprobieren und gucken. Was man damit macht. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge am Freitag wieder und bis dahin, ciao, ciao!